Hallöchen und herzlich willkommen zu Trine 4. Hallo. Oh, sieht schön aus. Oh, sieht doch schön aus. Entschuldigung. Ich muss zugeben, ich finde das ein bisschen schöner. Oh, ein Zettel. Wo wir jetzt gerade, wo wir das gerade diese schöne Sicht hatten auf das Ding. Ich wollte sagen, du bist Alex. Habt ihr unsere Katze Schnurri gesehen? Sie ist vor dem Feuer geflohen. Wenn ihr sie findet, kümmert euch bitte gut um sie. Solltet ihr unseren pyromanischen Sohn finden, schickt ihn bitte zur Astralakademie. Schnurri! Schnurri, die Katze! Das Gemälde, das ist ja Silius als Kind. Das hier war sein Zuhause. Irgendjemand hatte etwas gegen seine Geschwister. Oh, war das ich? Aua, der tut mehr weh, dann bin ich ja. Sehr schön. Danke. Seltsame Kristallwand. Sehr kurios. Sicher kein Zufall, dass sie dieselbe Farbe wie seine Altfreunde hat. Stürme auf ein schweres Objekt zu. Nice. Also Nico kann jetzt schon wieder die nächsten Sachen lernen. Was war das? Boah, Alter, was ist los? Was kommt los da rein? Ah, Nico. Warte. Okay. Hatschi? Alter, der Nico wieder hier. Die Wasserrohre sehen ziemlich kaputt aus. Das macht uns die Erkundung der Burg nicht leichter. Ich kann das auch so drüber, glaube ich. Ab und zu ein bisschen nass. Schau. Ja, die beamen. Ich muss ihn nicht... Ach, nice. Das bekomme ich auch später. Aber wann? Ach man, in 1 Milliarde Punkte gefühlt. Nee, ich kann mit diesen Verbesserungssachen gar nichts anfangen. Ach ja, stimmt, du bekommst es erst später, ja. Nicht das. Dazu brauche ich erst wieder laute Sterne. Naja. Okay. Gut. Ich habe noch eine Ei. Nein, Ei. Das war von mir. Oh, Entschuldigung. Timing. Das war perfekt. Oh. Seil. Oh ja, noch eins. Hab's. Nico, linke Seite ist auch noch sowas, ja? Ja, geh mal weg. Ui. Okay. Das ist genau Nikos Level hier. Oh ja. Okay, was gibt's noch? Achso, okay. Koro hat schon alles, ja. Oh ja. Kann man da noch irgendwie hoch, Leute? Wo hoch? Oder warum sind die Dinger da zum Festhalten? Da war was, aber das hat ich schon mitgenommen. Okay. Genau, sorry. Warten Sie bitte. Aha. Nee. Aha. Ja. Das war jetzt nicht so geil. Boah, ich kann das versuchen. Ja, ich stelle mich nicht drauf. Nee, das. Vielleicht kann ich festfrieren. Gute Idee. So? Ja, leck mich doch am Tuches. Wie am Schnürchen. War da gerade eine Katze? Haben wir da auch eine Katze gehabt? Aber das ist in-game. Ja, eben, das ist in-game. Ach so, echt? Ja. Wir erkennen unsere Katzen, ja klar. Ah, der Nico kommt ja jetzt da weggesäbt, wenn er Bock das hat. Das ist total cool. Oh, jetzt. Jumpy. Danke. Ja, der Nico hat Spaß dran. Und was sollen wir jetzt machen? Ich komm nicht mehr. Ah, warte. Danke, ich bin wieder runtergefallen bei dem Versuch. Jetzt bin ich da. Ja, Nico, viel Spaß. Du kannst deinen Hookie-Doom machen. Nee, Alex. Du mach mal da deine Kiste. Jetzt hast du mich runtergehauen. Nein, hast du nicht. Alles gut. Und jetzt geh auf mein Schild. Und ich komme gleich.
Du bist aber schnell gekommen. Oh, Mist. Ich Tschüss. Auflade-Ding ins Kirchen. Miau, da macht's Miau. Ich will zum Miau hin. Jetzt. Beeil dich, Nico. Ich flipp sonst auf. Was? Du kannst beim Anstürmen springen. Springe in der Luft, um die Grube zu überqueren. Aha. Oh, wie cool. Ah, Alter. Und wir so zwei kleinen Hegos hier. Ja, aber ich komme ja gar nicht hoch. Ganz einfach. Ich brauche hier bei muss weg da. Ja. Gehen Sie da weg und hören Sie sich auch überall dran zu hängen. Danke schön. Die andere auch noch, Alex. Nee, das reicht. Rette die Katze, Nico! Oh ja. Da kommt mir jetzt von an. Die Burg hat sicher schon bessere Tage gesehen. Und Nico hier? Wirkt alles ziemlich verlassen. Was will der Prinz also hier? Nico, wir brauchen dein Schild. Ah, okay. Ja. No, das haben wir auch. Okay. Perfekt. Danke. Und jetzt brauche ich dich, oder? Miau. Oh, das war fast ein bisschen, oder? Oh Mann, warum? Ich kann dir so nicht helfen. Ich wollte hochspringen. Also mal gucken, Entschuldigung. Ich bin eben manchmal sehr neugierig. Ich bleib stehen. Fuck. Jetzt. Jump. Do the jump. Okay, passt. Weil da oben ist was, genau, und das wollte ich so machen. Jetzt können wir, ja. Nico? Ja? Wir brauchen dich. Verdammt. Ja, ich bin gleich da. Okay. Nein! Ach, Mensch! Geh schon nochmal weg. Ich brauche hier nochmal die Kiste, Alex, die ist weg. Cora, du stehst genau vor meiner Kiste. Nee, die Kiste steht vor meiner Kiste. Och, Leute. So. Ja, das ist okay. Nico, das musst du machen. Okay, der Nico braucht uns gar nicht mehr. Ja, ja, klar. Das war ja, ist ja auch eher sein Level gerade. Okay, das muss man jetzt einfrieren. Eins davon einfrieren. Und eins davon muss laufen. Ah, Moment. Jetzt. Ah. Schlau ist Alex. Yeah. So, hast du jetzt davon. Ich bin sehr intelligent. Und gestampft. Okay. Oh, Moment, leider nicht. Vielleicht. So ist es, ich weiß es nicht. Warte mal. Oh, verdammt. Oh, ja, kannst, ja, du das, ja, kannst du das einfrieren? Nico, lass es mal. Lass mal los. Genau, nee, das ist perfekt. Und jetzt kannst du. Das hat genau die perfekte Höhe. Achso, du hättest uns auch Dings machen können. So ein. Ach, so ein Seil. Aber so geht's auch, oder? Hm, warte. Ah, perfekt. Ah, ist auch wieder so ein Ding. Hurra. Oh, ich hätte das einfach. Ja. Denk auch mal an uns, bitte. Ich meine nur Spaß. Bin nur im Notfall. Achso. Ja. Eine Schild für Koran mich. Ja, ich glaube, was da oben ist, der Nico holen. Nico, ja, da hoch. Ah, ich weiß wie. Ah, nee, weiß ich doch nicht. Ah, doch, das müssen wir wieder einfrieren. Ah, ich friere es ein, ja, ich gehe auf die andere Seite und dann. Alex, tu das mal weiter hoch hier, das Ding, das Kistenteil hier. Jo. Genau, dann geht einfrieren. Noch weiter? So. Noch höher? Nee, das, ja. Weiß nicht, ob ich da noch drauf. Lass mal so. Lass mal so machen. Naja, ja, ich erstmal ihr hoch. Ja. Ja, ich komme nicht gut. So, jetzt brauche ich das Ding weiter drüben. Mhm. Kann ich dir auch schieben.
Und dann mache ich jetzt flupp, flupp. Warte, ich hole mir noch die zwei Dinger da. Gut. Okay, jetzt musst du gucken, wie du das oben da links... Also was ich dir anbieten kann, ist der hier. Also warte mal, warte. Cora, geh mal da bitte runter. Ja. Warte. Ah, das ist eine Rampe. Ja, ja, Nico, warte. Jetzt. Das Cora, ist das. Frier's ein. Frier's ein. Du? Ja. Ja, ich kann's leider nicht weiterschieben. Gut. Und warte. Jetzt Alex, tu den Stein zu mir. Ja. Und dann gönn ich Cora weg da, hart. Bitte. Danke. Und jetzt. Na? Nice. Das war gut. Cool. Sehr schön. Okay. Und jetzt auf die. Jetzt nicht nur die anderen Achos schon. Ja. So? So. Ja. Okay. Danke, Nico. Ja, kannst auch da durchschieben, ist egal. Gut, kannst du auch da durchschieben. Ja, Nico, genau. Verdammt. Das hat ich glaube, die zwei müsstest du aufeinander stellen. Okay, dann bitte einmal runter. So. Ich glaube, wir brauchen sogar noch eine Kiste. Ja, sorry. Ja, alles gut. Okay. Oh, hallo. Hallo. Oh. Ich hänge auf irgendwelchen Gewissen drauf. So, schön gemacht. Selbst als Ruine stinkt die Burg noch nach Reichtum. So schade, dass sie schon geplündert wurde. Sie muss damals ein prächtiger Granatenmast gewesen sein. Was ein dickes Mopping, die in Trümmern liegen. Ja, beim nächsten Abenteuer sollten wir eine voll möblierte Burg ausräumen. Genau. Was ein kleines dickes Mopping. Ja. Oh, hier kommen sie. Da gehe ich ja gleich steil. Ja, Mau. Schild mit Wasser umleiten. Perfekt. Okay. Es reicht, glaube ich, nicht. Okay. Ich dachte, warte mal. Nee. Das war, glaube ich, schon richtig. Sollte ich vielleicht das Ding festfrieren da hinten vorne? Also wenn ja, die Platte aufgeht? Ja, mach das mal. Ja, aber wenn die Platte aufgeht, oder? Genau. Ah, Moment, der Nico macht das gerade. Jetzt einfrieren. Ja. Und jetzt? Muss ich nicht so machen? Nee, da oben. Guck mal, da oben. Ja, genau. Warte, Nico. Ah. Und jetzt? Ja. Ah, cool. Passt. Perfekt. Okay. 1, 2, 3. Plumps. Und drupf. Sehr schön. Nico, halt durch. Wo ist der hin? Den habe ich gerade weggezaubert. Oh, jetzt müssen wir tatsächlich noch hoch. Ah, Moment, hier ist ein Buch. Ich würde Selius erst Magie lehren, wenn sich sein Geisteszustand gebessert hat. Er ist zu nervös und zu empfänglich für die Launen seiner Vorstellungskraft. Hinzu kommt, dass seine Brüder Spinnen in seinem Bett verstecken. Oder ihm Schauergeschichten von Wölfen in der Heide erzählen und ihn dann aussperren. Was für Arschlöcher, Entschuldigung. Also ich wundere mich nicht, dass der Junge solche Träume hat. Armer Kerl, ey. Da ganz oben ist noch was. Nein, das war cool. Ich hab nichts gemacht. Ja. Ich hab den Kronleuchter angestoßen. Genau, aber wir brauchen keinen Sprung. Ach, guck mal, da ist ein Seil. Ich hab das gar nicht gesehen. Genau, deswegen meinte ich. Jetzt habe ich schon 3 und kann sie alle nicht einsetzen. Ja, das kommt noch.
Ich kann bisher auch nicht alle einsetzen. Aber das ist ja eigentlich auch daraus so... Alles klar. Ist ja eigentlich auch so... Ist ja auch eigentlich so gemacht. Du könntest auch einfach drauf spielen. Könntest auch einfach hier dran machen. Und dann lässt du einfach los gleich, wenn du mit mir oben stehst. Zum Beispiel. Das wäre ja cool. Abfahrt! Wuhu! Da! Oh, Moment. Warum ist da unten ein Haken? Oh, ich kann auch was machen. Nee, ich sehe das. Zieh mal. Ja. Oder? Ah, ich habe gerade Punkt verteilt. Du hast was gemacht? Ich habe einen Punkt verteilt. Achso. Kann ich jetzt nicht. Okay, dann kannst du aber die beiden verbinden, oder? Ich wollte aber hoch. Nee, weil damit können wir nämlich nicht. Aber irgendwie muss ja in der Nico hochkommen. Okay. Kannst du einen Kasten da drauf stellen? Wow. Ja. Okay. Gut. Hallo, Katze. Katja! Hallo! Du faules Ding, süßes Ding. Lass die Pfötchen runterhängen. Das kennen wir. Das kennen wir. Cool. Da oben ist... was, ja? Bitte? Konzentration. Ich habe immer noch auf die Katze geguckt. Nein, das ist halt... Ja. Ich habe schlecht gezielt. Mhm. Gut, denn Nico wollte sterben, habe ich so verstanden. Ich würde gerne da oben drauf, genau. Das ist ja ein Ding. Da geht's noch weiter, Koda. Was? Okay, ja. Ich bin vor umgedreht. Miau. Miau. Okay. Ich lauer. Nee, das war glaube ich nicht das. Warte, nur mal Probe halber. Ah ja. Mit Teil 1. Aber so geht's nicht. Ich glaube, ich muss den wieder auftauen, gell? Ich weiß es nicht. Mach mal Tom mal auf. Einfrieren. Hm? Nee, auch nicht. Ich glaube, wir müssen in die Mitte und dann muss ich hier nochmal auftauen wieder. Frieren. Nee, frierst du nochmal ein. Mist. Aber irgendwie müssen wir da rein. Wir müssen das irgendwo in der Mitte blockieren. Irgendwie. Ich tau nochmal auf, Sekunde. Ja, ich hab das so blockiert. Das bringt ja nichts, weil das geht ja dann runter. Ja. Hm. Ich hol mal meinen Cashplay raus. Okay. Nico, kannst du dich dazwischen stellen? Mit dem Schild. Warte, ich tau mal auf. Nee. Jetzt weg. Okay. Aber meine Finger. Aber vielleicht die andere Richtung. Jetzt kannst du dich nicht hinstellen. Okay. Jetzt kann er ja nicht dahin. Was wir machen könnten, ist nur. Das probieren mal. Ja gut, aber was jetzt, ne? Ja. Wie kommen wir denn... genauso verstellt. Okay, das muss ja irgendwie zu lösen sein jetzt. Warte mal. Aha. Leute, ich kann auch einfach das Zeug hier einfrieren. Aber nee, ich kann zwar nur eins. Und dann, rein. Ja. Genau. Kann ich das mal probieren? Nee, das bringt ja nichts. Nee, weil... Aber ich das mache, ist ja wieder weg. Doch, das bringt was. Tau das auf. Nee, umgekehrt. Umgekehrt müsste es gehen. Frier das ein. Und dann frierst du mit deinem nächsten Schuss die Platte oben ein. Die obere? Ja.
Aber dann geht sie wieder auf. Ja. Ah, natürlich. Und jetzt müssen wir es genau andersrum machen. Es reicht ja, wenn... Warte, jetzt muss ich da auftauen. Ne, jetzt muss ich die einfrieren. Die einfrieren, genau. Yo. Was für ein fantastisches Buch. Das habe ich zu Schulzeiten geliebt. Das große Buch der Kistenbeschwörung. Warte mal, da muss ich jetzt aber auch mal. Was steht denn dabei? 100 Kisten für jeden Anlass. Ein mächtiges Regelwerk arkaner Zauberei. Geil. Ja, Katja. Ah, ja. Tschüss. Wasser umleiten. Ja, sage mal. Na, nicht sage mal. Tja. Das ist ein bisschen kurz. Immer so ein bisschen draufträufeln. Irgendwann geht's. Ich schwör's dir. Oder auch nicht. Ja. Wie kommen wir rüber? Oh, warte. Ich hab den gar nicht gesehen. Hier ist so ein... Ah. Kannst du runter? Mal gucken, was ich da machen kann. Unten stirbst du. Aber wo kann ich denn... Ah, ich kann Kiste, nicht da rumschwimmen. Kiste! Alex! Nein! Kiste! Kiste, ja, Kiste. Ja, Kiste. Weiter. Geh wieder zum Wasser mit der Kiste. Perfekt. Und Koda, mach mal Haken und Kiste fest. Ach so, du kannst es da nicht mehr festhalten. Nee, aber andersrum, du musst die Kiste hinter dem, weißt du, hinter dem Bömbel machen. Hinter welchem Bömbel? Das Rohr rechts. Dass die hinter dem Rohr runterfällt. Warte. Oh, du backst ein bisschen. Übel. Ich will ja nichts sagen, aber ein bisschen backst du. Nee, ja, das war jetzt schlecht. Ja, warte mal. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja, aber es muss hoch, leider. Es muss so sein, dass die Kiste über dem Rohr runterfällt. Über dem Rohr? Damit das Band genauso liegt, nur über das Rohr hinweg, weißt du? Nico Vector. Genau. Aber die Idee. Wir hätten... Nein! Ich wollte es nicht. Okay. Das ist great. Ja, aber jetzt geht's ja nicht mehr. Ja, nee, mach das. Mach das, er kann es danach bewegen. Ich kann es ja schieben. Ja, und jetzt? Kann ich... Einmal drauf. Ganz entspannt. Okay, nice. Nico, du musst rennen. Okay. Okay. Irgendwas war da oben. Ja, hier sind Sachen. Warte mal. Das wollte ich noch nicht. Hi! Ich habe ein paar getötet. Oh. Hier ist Water. A much water. Nee. Ja, das ist doch viel einfacher. Wären wir alle drauf gekommen, oder? Oh, das wird doch sein. Genau. Ja. Und jetzt frierst du. Ich hätte es vor einfrieren müssen. Ja. Plups. Jo. Ah ja, klar. Das ist wieder Nikos Part.
Oh, und wir gammeln weiter. Hier mühevoll rum. Okay, oh, dann ich hier nicht mal drauf. Tschüss, Nico. Oh shit. Ja, das schaffst du nicht. Was denn, Nico? Ja, warte, okay, passt schon. Ich glaube, ich schaff das. Oh, Entschuldigung. Nee, alles gut. Also, ich komme alleine. Ja, toll. Danke. Danke, Merte. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Weil ich bin derjenige, der hier auch nicht hoch kann. Ohne Moves. Tja, mal. Komm mal her. Ja, danke. Okay, ich schaff's nicht rüber. Warte. Bei mir ging's auch. Genau, von da direkt an den Rand. Nee, nicht nach rechts. Dann wohin? Quasi links aufs Blatt stellen und dann links hoch. Ja, dann komm ich schon dahin. Nee, auf Nikos Schild. Wenn er sich ganz links ans Blatt stellt. Das ist doch viel zu niedrig. Nicht? Okay. Warte mal, warte mal. Aber, ja, mach mal eine Kiste aufs Blatt. Okay. Gut, das hat sich jetzt auch geklärt. Nico, I was still alive. Yes. Yes, I do. Okay, passt. Perfekto. Expecto Petroleum. So, nicht anders. Darf ich gerade mal da, das kann ich schieben. Koda, einmal festfrieren, bitte. Ja. Danke. Okay, und jetzt brauchst du irgendetwas... Den Stein hoch. Den Stein. Unteren. Ah, ja. Oh. Ja. Okay, Nico backt nicht. Perfekt. Wir haben hier nichts zu finden, außer unsere Ketten. Kronen. Ein Teil für den Kronleuchter. Okay. Es hat irgendwo Klick gemacht. Das war nicht nett. Boah, kannst du irgendwie die beiden festbinden, die beiden Rohre? Die beiden Rohre, sag ich. Genau, die da. An den da? Also das unten mit dem links. Nee. Mach mal das unten mit dem links, also das hier. Ach, du meinst das da? Ja. Achso, ich dachte, du meinst die beiden runden. Nee. Entschuldigung. Ja, das jetzt könnte ich stimmt, eventuell... Natürlich. Ja, guck ihn dir an. Und jetzt kannst du nämlich den nächsten machen, genau. Und das passt. Ich betätige den Hebel. Okay, der Nico kommt so durch und wir beide, Cori. Nee. Kann ich euch da helfen? Kannst du springen einfach, oder? Ja, wie kommst du denn dann rüber? Ich schaff das. Du kennst mich. Ich bin Amadeus. Ciao. Boah, Alter. Ja, ich bin... Früher oder später werden wir den Prinzen zwingen müssen, mit uns zu kommen. Und das wird nicht lustig. Soja hat vielleicht recht. Wir können ihn ja nicht dauernd nur höflich bitten. Na komm schon. Wir müssen ihn nur ein bisschen aufheitern. Dann ist alles in Butter. Sehr schön. Katze. Guck mal, ein Katze. Hier lang. Ja gut, der Nico, der macht halt seine Sachen, seine Schoten. Ja. Können wir mal die Kiste hier drauf machen jetzt bitte? Wo? Ah, was? Ja, toll. Danke, Merte. Es geht nicht. Ich kann. Naja, so reicht schon. Okay. Nein. Runter. Runter. Einfrierst.
Ich mach's elegant. Ah. Er klingt wie nicht alles. Ich glaub auch. Passt. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir Eis reinbekommen. Please. Please do the ice. We got them. Ich glaube, da fehlt noch eine Kiste. I do the Kiste. Passt. Wahrscheinlich hätten wir es anders lösen sollen, aber hey. Dieser blöde Wolf. Da hinten ist noch ein Hajo. Ein ziemlich großer Hajo. Sorry, Cori. Sehr schön. Das hat sehr gut gepasst von euch. Nein. Mach mal eine Kiste auf dein Blatt, bitte. Ah. Und nimm den Vogel mit. Danke, Sean. Oh, jetzt wollte ich den gerade vorlesen müssen. Oh, ich muss vorlesen. Verehrter Ritter Pontius, wir konnten euch gar nicht für euren Sieg über den verfluchten Ritter danken, der unser Dorf heimgesucht hatte. Bitte kehrt eines Tages zu uns zurück, damit wir uns erkenntlich zeigen können. Unsere Bäckerei möchte euch die neuesten Kuchen vorstellen. Herzliche Grüße, der Bürgermeister. Kuchen! Kuchen! Yay! Alle kommen rüber. Hey, bald kann ich teleportieren, da zauber ich ein Loch in euer Popo. Was? Was? Und? Tschüssi! Wow! Ich hab noch so ein Hass. Wow. Da hab ich dich gerade nochmal dazu voll und so, ne? Ich muss her. Der muss her. Ich will die Eifel. Geil, du Tschernl. Danke. Blöd. Geh zu der Weile. Okay. Wow. Ah, Nico. Der Nico liebt seine Ballspiele. Oh! Stopp. Zum Glück habe ich es in die andere Richtung auch noch geschossen. Da war noch was. Ah! Oben war noch ein Kristall. Oh. Ich kann auch immer nicht powern. Was? Ich will mitmachen, was macht ihr denn? Ich hab nur gerade gebackt. Oh, endlich. Es muss hart sein zu sehen, was hier in eurer Abwesenheit geschehen ist. Wieso in meiner Abwesenheit? Meine Albträume zerstörten die Burg. Daher wurde ich weggeschickt und ins Verlies der Astralakademie gesperrt. Wusstet ihr das nicht? Oh. Lasst mich lieber gehen. Wir lassen keinen Prinzen zurück. Versteht doch, es gibt keinen Ausweg. Also kommt einfach friedlich mit zur Akademie zurück. Falsch. Es gibt einen Ausweg. Okay. It's gonna be dark tonight. Als ihn die Helden in den Tiefen der Burgruine in die Enge trieben, zerstörte Prinz Selius seinen Traumtalisman. Zur Überraschung unserer Helden verschwand der junge Prinz. Wortwörtlich. Aber niemand hatte damit gerechnet, dass Selius Magie auch die drei Helden mitreißen würde. Und wir verschwinden jetzt auch wortwörtlich. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal auf der... Bis dann. Tschüss.